Ja, verehrte Delegierte, meine Damen und Herren, aus meiner Sicht kann ich auch sagen, liebe Genossinnen und Genossen, die Volkssolidarität, denke ich, ist vielen von Ihnen, wenn nicht allen, gut bekannt, ihre Tradition und ihr gegenwärtiges Wirken. Sie verfügt über 70 Jahre Erfahrungen in einem Miteinander, Füreinander, vor Ort, aber auch in der Politik, im Ringen um gesellschaftliche Teilhabe, insbesondere von Älteren. Und diese Spezifik der Arbeit trägt die Volkssolidarität heute und hat auch die Zusammenarbeit mit der Linken lange geprägt. Sie ist als Organisation überparteilich. Und wenn ich sage, liebe Genossinnen und Genossen, dann können andere, die in der Volkssolidarität organisiert sind, in anderen Parteien sagen, liebe Freunde oder auch Genossen, gibt ja unterschiedliche Anredeweisen. Diese Spezifik, die wir haben, also überparteilich zu sein, spezialisiert zu sein auf die Vertretung von Interessen von Älteren und die Verankerung in Ostdeutschland, die prägen unsere Arbeit und auch die Beziehung zur Linken. Ich möchte deshalb auch an dieser Stelle erstmal ein großes Dankeschön an die sagen, die für uns verlässliche Partner waren, ob es in der Ortsgruppenarbeit war oder in der Ausarbeitung politischer, sozialpolitischer Positionen, sei es in der Rentenfrage oder in anderen Fragen der Alterssicherung des Arbeitsmarktes und welcher auch immer. Katja Kipping hat ein Beispiel genannt einer Frau mit 63 Jahren, die aus dem Berufsleben ausgeschieden ist. Und dieses Beispiel, das ist Realität, die wir täglich als Sozialverband erleben. Und die Forderungen, die sie daraus abgeleitet hat, sind genau die Forderungen, für die auch die Volkssolidarität steht. Ich gehe also davon aus, dass in all den wichtigen Fragen der Zusammenarbeit oder des sozialen Lebens die Zusammenarbeit zwischen der Linken und der Volkssolidarität auch weiter bestehen wird. Dies ist angesichts der Entwicklung, und genannt worden sind die Zahlen gerade im Bereich der Menschen, die in Armut leben oder von Armut bedroht sind, glaube ich, dringend notwendig. Ich wünsche uns, dass wir von diesem Parteitag, also ich wünsche uns der Volkssolidarität, dass von diesem Parteitag der Linken auch ein Signal ausgeht an die Gesellschaft für gesellschaftliche Veränderungen. Und ich hoffe, dass dieser Parteitag dann auch die Beschlüsse fasst, die in die Zukunft tragen werden. Für die Zusammenarbeit oder als verlässlicher Partner für die Zukunft wird auch die Volkssolidarität für die Linke zur Verfügung stehen. Vielen Dank.